Die Tafern ist eigentlich ein Abend, wo Gäste zu essen, zu trinken kriegen, alles frei ist und bespaßt werden von den Jokulatores mit Musik, mit Theater, mit Geschichten, mit Skurrilem. Ein Abend voller Wollust und Völlerei. Also es war eine sehr, sehr große Ehre für mich. Ich habe mich sehr gefreut darüber, dass ich die Nachfolgerin werden darf. Und man muss dazu sagen, ich hatte ja den Vorteil, dass ich ein großer Fan von der Katrin bzw. von den Jokulatores war, schon vorher, und somit fast alle Lieder schon kannte, auch die Texte schon kannte. Das heißt, das war jetzt nicht so schwierig für mich, die Texte zu lernen. Die neuen Lieder, die wir haben, sind hauptsächlich in Spanisch, in Altspanisch und Altfranzösisch. Das ist jetzt auch nicht so schwer für mich, da ich Französisch und Spanisch spreche. Also das kann man lernen, das geht relativ gut. Jeder von uns hat eine Geschichte, hat eine Rolle. Und diese Rolle wird erklärt mit Geschichten, mit Theatralik. Und diese Geschichte lebt den ganzen Abend aus. Wir haben einen Sascha, der als ehemaliger Galeerentrommler ein großer Frauenheld und ein kleiner Gauner ist. Wir haben einen Stefan, der als Sohn eines Henkers natürlich Henker werden soll, aber lieber Flötlein und Blümlein mag und also ein bisschen so ein Weichei ist. Ich selbst habe die Rolle vom Englischen, vom König der Fiedler, der aber gerne Frauenkleider trägt. Der Reini ist ein, sagen wir mal, dem Alkohol zusprechender Mensch, der dann, wenn er getrunken hat, immer mit Tieren zu sprechen anfängt. Und die Teresa ist eine mamlukische Prinzessin, die von ihrer Mutter den Umgang mit Kräutern und Wurzeln erlernt hat, aber leider ist ihre Mutter zu früh verstorben, sodass ihre Zaubertränke, ihre Tränke, die sie zubereitet, nicht immer den gewünschten Erfolg haben. Also es macht mir großen Spaß, auch Schauspielerin zu sein. Da ist aber, es ist eben sehr neu für mich und ich habe tatsächlich lange überlegt, wie ich an die Sache rangehe und habe anfangs versucht, zu Hause zu üben, für mich alleine. Habe dann festgestellt, dass mir das überhaupt nicht gelingt. Also vor dem Spiegel, das klappt nicht. Ein bisschen besser gelingt es mir, dass ich in den Proben einfach im Stück, im Gesang, während des Liedes mich versuche, in das Lied reinzufühlen und dann daraus etwas entstehen zu lassen, was schauspielerisch ist. Am besten jedoch, ist es mir live auf der Bühne dann gelungen. Das kommt dann also eher aus mir heraus. Also es ist nichts, was ich vorher einstudiert habe und genau weiß, die Bewegung mache ich, so schaue ich, sondern das kommt eher dann so durch das Gefühl in der Live-Situation dann heraus.